Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal zu einem weiteren Warzone-Video. Heute mit einem Video über die Diamati. In meinen Augen wirklich eine der stärksten Pistolen, die man aktuell spielen kann. Die Diamati ist dadurch, dass es eine Pistole ist, movementmäßig wirklich unglaublich stark. Man kann sich sehr schnell über die Map bewegen, auch wirklich gegen Outplayen, was Movement angeht. Und gleichzeitig ist die Time to Kill der Waffe wirklich auch sehr stark, sodass man auch teilweise mit Maschinenpistolen locker mithalten kann. Speziell für Leute, die beim Extra 2 nicht so gerne Overkill spielen, dafür Geist, Gehärtet, Auffüllen und so weiter gerne spielen. Ist es wirklich die perfekte Waffe. Es gibt natürlich noch andere Pistolen, die auch sehr stark sind. Die AMP ist natürlich auch sehr stark. Aber für mich persönlich, was das Gesamtpaket angeht, wenn man wirklich damit klarkommt, ist die Diamati wirklich komplett broken. Ich glaube, jeder von uns kennt die 15-Schuss-Standard-Variante, die, wenn man aus dem Flugzeug droppt, direkt am Start ist. Ja, ich meine, gönnt euch einfach diesen Clip. Huh? Hallo? Ein Bodenloot-Diamati ist nicht OP, würde ich sagen. Wir werden uns im Verlauf des Videos natürlich auch anschauen, warum die Waffe so gut ist, was die Waffe so stark macht. Und wie immer gehen wir auch auf das Klassensetup ein, wie man die Waffe spielen sollte. Bevor wir jetzt ins Gameplay gehen, falls ihr neu sein solltet, nichts mehr verpassen wollt, über Warzone, über die neuesten Updates und die aktuelle Meta in Warzone, lasst sehr, sehr gerne ein Abo da. Danke nochmal für über 10.000 Abonnenten, das ist wirklich absolut insane. Aktiviert auch gerne die Glocke, checkt Twitch ab, wenn ihr streammäßig nichts verpassen wollt. Jetzt würde ich sagen, gehen wir ins Gameplay mit der Diamati. Let's go. No sense. Like, oh, nein. Bro, so eine Robbe hat schon gewesen von der Seite. Ja, ich frage mich nicht, wie die gestorben hat. Ich lass den Self-Resen. Hallo? Aber da. Was? Ich bin. Och, Mann. Der arme Mate von dem, er hat so drauf gewartet. Glück! Hohen Treibstoff aufgebraucht. Sieht aus wie das ist halt. Ich darf das Spiel noch nicht spielen, glaube ich. Ja, das ist sicher. Oh nein. War nicht. Ah. Ich hab Angst vor dem, der weiß nicht klein. Ach du Scheiße. Nein. Ah doch. Ach Junge, nee. Ja, was sehe ich hier? Nein. Ja, ist über nein, dir. Nein, nein, der schäppert mich. Nein, was? Okay, ich hab so Karma kassiert, wirklich. Ja, ist beide wieder da. Wie ein Timelag war das gerade. Kann ich ihn finishen auch? Mach mal. Ah. Ein Lucky. Einer ist im Sniper Tower. Zwei im Sniper Tower. Ganz oben oder? Ja, ganz oben. Unlocked. Ich wollte auch nicht. Oh, lol. Ach so. Ich gönn mir mein Loot. Er ist hier auf dem Dach. Ah, dann geh ich jetzt mal zum Seilzug. Okay, nö, du machst das schon. Nur kein Plan, wo sein Mate ist. Von hier unten? Oder? Er ist Control, hä? Heavy Control. Ich glaube, es ist bei Control beim Shop. Attacke! Nein, was? Feindaufgabe? Hä? Ist er raus? Er ist einfach raus. Er ist einfach gequittet. Ja. Neues Runde. Hilfe! Ah, Sniper oben, Sniper oben. Hilfe! Okay, reicht. Bin so was von dead. Unten? Ja, einer ist. Oh, unten kommt zwei. Der Top ist down. Fliegt da trotzdem noch hin, ne? Ich will mal Loot haben. Nein, hinter mir. Nein, die hat mich. Ja, er ist
spielt auch, Guys. Ich dachte, einer wäre hier. Nee, kurz ab, hallo? Na, das war dann doch ein Hardscope. Oh. Hast du das? Enger, ja. Kollege. Ich komme jetzt aber zu dir. Ich hab's aufgegeben. Ich kann gerade nicht ausstehen, weil die haben mich. Ist Prison 9? FAL Power! Okay. Nice. Vielleicht bringe ich mal Kienwerfer aus und dann los. Oh. Oh, ich bin so tot. Nein. Ah ja, moin. Ich bin auf dem Weg. Und Joel geht's anscheinend gut ab. Oh mein Gott, nein! So ein Teamwork, okay. Was sehe ich denn hier? Nein, noch ein wird genau auf dem Dach. Weak. Nice. Nein, 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 nicht Control Center, bitte. Einer noch oben drin. Oh, ist doch cracked. Das kannst du eigentlich rauspushen, der ist noch cracked. Snoop, du kannst dich nicht so schleppen lassen. Snoop, D-O-Double-G, Digga, da alle echt. Oh, oh yeah. Weg mit denen. Was ist denn jetzt los? War das Deutsch? Hallo? Any Trickshot? Warte, unter dem. Go, knall ihn. Oh. Naja, hätte funktionieren können. Oder nice. Was hab ich denn da gerade gesehen? Schade. Was hab ich denn da gerade gesehen? Also, das wär's im Gameplay zu der Diamati. Ich glaube, man hat wirklich gut sehen können, dass, wenn man sich eingespielt hat, ein bisschen mit der Waffe klarkommt. Ja, die Waffe wirklich extrem, extrem stark sein kann. Was die Pistolen angeht, speziell aus Cold War, hat die Diamati ja einen großen Gegner und das ist die AMP. Was die Chest Time to Kill angeht, sehen wir auch, dass die AMP tatsächlich auf die ersten 13 Meter besser ist. Stomach Time to Kill, also Bauch Time to Kill, sehen wir, dass die AMP hier wieder so ein bisschen minimal besser ist auf die ersten 10 Meter. Wenn wir uns allerdings die Nacken Time to Kill ansehen, sehen wir, dass die Diamati auf die ersten 13 Meter bis zum Damage Stop besser ist, dann auf über 14 Meter die Time to Kill relativ gleich ist, aber das ist meistens auch nicht die Distanz, auf der man mit den Waffen fighten sollte. Und auch bei der Headshot Time to Kill sehen wir, dass die Diamati wirklich auch um einiges nochmal besser ist, wirklich eine extrem, extrem starke Time to Kill hat. Und dadurch, dass die Diamati einen Rückschuss hat, der eigentlich meistens relativ nach oben geht in diesem Burst-System, ist es häufig auch so, dass man automatisch fast mindestens ein oder zwei Headshots trifft oder Nackentreffer hätte, die natürlich dann dafür sorgen, dass die Time to Kill wirklich enorm niedrig wird. Die Headshot Time to Kill im Vergleich zu MP40, zu Wellgun und zu Owngun, da sehen wir hier, die Diamati hat auf die ersten 13 Meter eigentlich eine bessere Time to Kill als eine MP40, als eine Wellgun und sogar fast eine identische Time to Kill mit einer Owngun, die ja aktuell so eine Meterwaffe ist. Das Ganze spiele ich mit dem Agent Simulationsfeuer, dem Versonderkommandolauf, 5mm Laser. Ist in meinen Augen das Beste. Ich weiß, sehr viele spielen auch den Tiger-Team-Scheinwerfer, ist auch ganz gut fürs Movement. Allerdings auf Close Range, wenn man so ein bisschen aus der Hüfte sprayen will,
ist der 5mm Laser auf jeden Fall auch sehr gut. Trotzdem ist die Waffe movementmäßig natürlich immer noch sehr stark. Dazu das Danach 30 Schussmagazin plus die Schlangenumwicklung für die Z4-Zieldauer. Und das ist in meinen Augen die beste Diamati-Klasse, die man aktuell spielen kann. Für Geist-Loadouts, für Gehärtet-Loadouts, für Auffüllen-Loadouts ist diese Waffe wirklich perfekt geeignet. Es gibt allerdings noch eine zweite Variante, die auch wirklich extrem stark ist, hüftfeuermäßig natürlich auch nochmal ein bisschen besser ist. Und speziell für Leute, die mit dem Aim der Waffe, mit dem Iron Sight der Waffe nicht klarkommen, ist diese Klasse wirklich eine sehr, sehr gute Alternative. Das Ganze spiele ich ohne Lauf, sondern mit Mikroreflex-LED-Visier. Ihr könnt theoretisch überlegen, um die ZV-Geschwindigkeit noch etwas zu verbessern, dass ihr das 24er-Magazin nehmt. Und das ist die Hipfire-Variante der Diamati. Wenn man nicht mit dem Iron Sight klarkommt, sondern gerne ein Visier spielt, ist es eine sehr gute Alternative. Testet das Ganze, gebt dem Ganzen auf jeden Fall mal eine Chance. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Falls ihr lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr in Zukunft keine Videos verpassen wollt. Checkt Twitch ab, wenn ihr streammäßig nichts verpassen wollt. Und jetzt viel Spaß beim Test mit der Diamati. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, ciao. Bis zum nächsten Mal. Peace.